Wir wollen uns heute mit Basistransformationen beschäftigen. Worum geht es dabei? Wir interpretieren Bilder oder Audiodateien. Wir werden uns heute auch mit eindimensionalen Signalen beschäftigen. Können aber auch Videos sein, also unterschiedliche Dimensionen. Die wollen wir transformieren. Also zuerst mal vielleicht so ganz grundsätzlich. Wie kann man sich ein Bild im Ortsraum vorstellen? Ja, also Sie haben ein Bild der Größe, sagen wir mal Breite mal Höhe. Und im Prinzip können Sie ja das hier platt klopfen. Also Sie können die einzelnen Pixel, die wir hier in der Matrix stehen haben, die können Sie ja P1, P2, 3 und so weiter. Und hier geht es vielleicht weiter mit 9, 10, 11. Die können Sie ja in einen Vektor platt klopfen, ja, und können also einfach sagen, dieser Vektor, den fassen wir jetzt mal als Signal auf, im Element von, reelle Zahlen haben wir ja meistens nicht wirklich, aber wenn wir es allgemein halten wollen, im b mal h dimensionalen Raum. Ja. Also jedes Bild, was Sie sich vorstellen können, der Breite b und der Höhe h, können Sie als einen Punkt in diesem hochdimensionalen Vektorraum auffassen. Also wenn ich das jetzt zeichnen könnte, aber so viele Achsen, wie das hat, kann man natürlich schlecht aufzeichnen. Wir sind ja mit 2 oder mit 3 meistens schon am Ende. Aber wenn wir das also könnten, wir hätten jetzt hier so einen Vektorraum, ich deute es mal so an, mit so ganz vielen Achsen. Ihr Bild hat 100.000 Pixel, dann bräuchten wir also auch einen Vektorraum mit 100.000 Achsen. Und dann könnten wir, ich lasse jetzt die anderen Achsen doch mal weg, vereinfachen wir das Ganze mal, um es überhaupt irgendwie zeichnen zu können. Dann könnten wir jedes Bild, das wir uns vorstellen können, als einen Punkt in diesem Vektorraum vorstellen. Das hier ist die Achse, die die Färbung des ersten Pixels angibt oder den Grauwert des ersten Pixels. Und das ist die Achse, die den P2, Grauwert des zweiten Pixels angibt. Und die anderen Achsen, die anderen 100.000 Achsen, die zeichne ich jetzt nicht hin. Also immer wenn wir jetzt hier sozusagen Beispiele im Zweidimensionalen machen, dann behalten Sie mal im Hinterkopf, das ist eigentlich ein ganz hochdimensionaler Vektorraum. Aber wir beschränken uns hier, um das Ganze zu erklären, auf Bilder mit 2 Pixeln, könnte man ja auch tun. Das ist der erste Pixel und das ist der zweite Pixel. Und alle diese kleinen Bilder, die können wir jetzt hier als einen Punkt in diesem Vektorraum vorstellen. Und Bilder mit entsprechend mehr Pixeln eben in einem hochdimensionalen Vektorraum. In diesem Vektorraum sind alle Bilder enthalten. Ja, also wenn Sie jetzt ein Bild haben mit, sagen wir mal, 100.000 Pixel, das sind ja Bilder Ihres eigenen Konterfeis mit dabei als ein Punkt in diesem Raum. Das sind alle möglichen Gedichte und Limericks, die jemals geschrieben wurden und auch die, die noch nicht geschrieben wurden. Jedes Bild und alle interessanten Erkenntnisse und alle geschichtlichen Ereignisse, wenn Sie das hinschreiben können, innerhalb von diesem einen Bild, sind in diesem Vektorraum der Bilder enthalten. Aber es sind eben auch alle anderen Bilder enthalten, die man sich vorstellen kann, also die, die weniger interessant sind. Üblicherweise sehen Bilder so aus, wie Sie kennen das vielleicht noch aus der analogen Zeit, aus dem analogen Fernseher, wenn Sie den Fernseher eingeschaltet haben und Sie haben kein Programm empfangen, dann haben das so ein kriseliges Bild bekommen. Und diese zufälligen Bilder sind eigentlich die typischen Bilder, die wir in diesem hochdimensionalen Vektorraum finden würden. Also die übergroße Anzahl aller möglichen Bilder sind einfach reines Rauschen und die sind für uns Menschen vollkommen bedeutungslos. Und dann gibt es eine ganz kleine Anzahl von Bildern in diesem gigantisch großen Vektorraum und in diesen unheimlich vielen Möglichkeiten, die sie haben, so ein Bild zu erzeugen. Ganz wenige dieser Möglichkeiten sind für uns interessant. Ganz wenige dieser Bilder, wie zum Beispiel ihre typischen Urlaubsbilder oder irgendwelche Grafiken, die sie erzeugen oder irgendwelche PowerPoint-Slides, die sie in Bilder transformieren, die sind eigentlich seltene Vorkommen in diesem Raum. Und wenn man sich diesen Raum vorstellen könnte, was man natürlich nicht gut kann mit diesen vielen Achsen, aber wenn man den Raum der typischen Bilder betrachten könnten, also wenn wir Menschen Antennen hätten für mehr als 3 oder 4 Dimensionen, wenn wir diese 100.000 Dimensionen sehen könnten, dann würden wir sehen, dass die interessanten Bilder in diesem Raum auf einer ganz schmalen Hyperebene liegen, also in einem ganz schmalen Unterraum. Also Sie können sich vorstellen, dass da sozusagen so eine Art Scheibe durch diesen Raum geht, so mehr oder weniger durch den Ursprung. Und auf dieser Scheibe befinden sich einzelne Punkte in so einer Punktewolke. Und das sind die Bilder, die wir für bedeutungsvoll halten. Und das ist nur, behalten Sie das im Hinterkopf, ein ganz winziger Bruchteil der Bilder, die wir überhaupt interpretieren können und die wir überhaupt kodieren wollen. So, und um das jetzt hier etwas zu symbolisieren, sagen wir mal, auf unser etwas zu klein geratenes 2D-Beispiel könnte die Punktewolke der typischen Bilder so aussehen. Also es könnte sein, dass das dieses Ellipsoid ist, was in dem hochdimensionalen Vektorraum auf dieser Hyperebene liegt. Liegt also jetzt hier auf diesem Ellipsoid. Was wir mit dieser Transformationskodierung machen wollen, ist letztendlich
Sie können das so oder so sehen. Entweder diese Punktewolke so in unser kanonisches Koordinatensystem zu drehen oder unser Koordinatensystem so in die Punktewolke zu drehen, sodass die Achsen möglichst schön mit diesem hochdimensionalen Ellipsoid übereinstimmen. Wir würden gerne unser Koordinatensystem so drehen, also das mit den 100.000 Basisvektoren, dass die ersten 1% der Achsen oder die ersten 100 oder die ersten 1000 Achsen, die würden wir gerne so reindrehen in diese Punktewolke, dass die mit den Ausrichtungen der Punktewolke möglichst gut übereinstimmt. Jetzt kann man erstmal fragen, warum wollen wir das machen? Naja, das wollen wir eigentlich deswegen machen, um Speicher zu sparen, das ist eine Motivation, und wir wollen das machen, um es in der Analyse leichter zu haben. Speicher zu sparen ist eine ganz praktische Sache. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihr Fernsehsignal sehen und Sie überlegen sich, wie übertragen Sie das? Ja, das hat heute typischerweise, ich weiß nicht, was hat HDTV, 1920 mal 1080 Pixel oder sowas in der Größenordnung. Das heißt, Sie haben also einzelne Bilder, die schon über 1 Million Pixel haben. Wenn Sie jetzt davon, damit der Zuschauer zufrieden ist, 50 Halbbilder in der Sekunde oder 25 Vollbilder in der Sekunde übertragen wollen, dann haben Sie eine riesige Informationsflut, die würden Sie nie durch die Leitung bringen. Also diese ganzen Bilder zu übertragen ist relativ schwer. Wenn wir aber jetzt sowieso nur bestimmte Bilder übertragen wollen, dieses ganze Rauschen, was man erzeugen kann, wenn man Pixel zufällig setzt, das interessiert uns gar nicht, können wir die Information, die in so einem Bild steckt, können wir die stark reduzieren. Können wir sozusagen mit wenigen Koeffizienten, können wir mit wenigen Achsen auch schon möglicherweise ein ganzes Bild transformieren, ohne jeden Pixel einzeln kodieren zu müssen. Das ist so die Motivation dahinter, dass man diese Basistransformation macht. Eine andere Motivation ist, man will die Energie, sagt man häufig, oder die Informationen, die in dem Bild steckt, die will man in wenigen Koeffizienten konzentrieren. Also Sie würden gerne die Informationen, die so gleichmäßig über alle Pixel verteilt sind, über das gesamte Bild, die würden Sie gerne in diesem Vektor, den Sie haben, also hier haben wir sozusagen, ich symbolisiere das mal, hier so die Pixel, die chittern rum, mal ist er dunkel, mal ist er hell. Und diese Energie haben Sie im Bild sehr gleichmäßig über Ihren Signalvektor verteilt. Es wäre aber vorteilhaft, wenn wir es schaffen würden, eine Transformation zu finden, die die meiste Energie, die in diesem Bild steckt, oder die meiste Information, die in diesem Bild steckt, in den ersten Koeffizienten konzentrieren könnte. Das wäre toll, wenn wir es irgendwie schaffen würden, diese Information nach da oben zu bewegen. Das heißt, hier hätten wir ein paar große Koeffizienten und die restlichen, die werden alle Null werden. Dann hätten wir es auch im Sinn der Analyse viel einfacher, weil dann müssen wir auf viel weniger Koeffizienten gucken, um unsere Sachverhalte zu finden. Und auch im Sinn der Speicherung wäre es viel besser, weil wir viel weniger Koeffizienten speichern müssten. Und auch für die Signalübertragung über Netze wäre es natürlich ganz gut, weil wir nicht jeden Pixel übertragen müssen, sondern in diesem, ich sag mal, komprimierten Signalvektor eben nur hier oben diese ersten Koeffizienten. Das ist die Motivation, warum man diese Basistransformation überhaupt machen will. Nehmen wir mal wieder unser Bild mit den 2 Pixeln als Beispiel. Jetzt mal angenommen, wir sind arm, wir können nicht viel Information speichern. Wir würden gerne alle Pixel speichern, aber wir haben nur Speicher für einen Pixel. Ja, um das jetzt mal hier runterzubrechen auf dieses 2-Pixel-Beispiel. Ja, dann können wir sagen, okay, also wir können jetzt nur die Hälfte speichern, für mehr reicht das nicht. Dann speichern wir eben den ersten Pixel, also diesen hier, beziehungsweise diesen da, und den anderen lassen wir einfach weg. Wenn wir das so machen, was tun wir denn eigentlich? Na, dann gehen wir auf diese Achse eine bestimmte Anzahl von Einheiten. Jetzt machen wir aber einen Fehler. Diesen Pixel, den hätten wir gerne kodiert, den projizieren wir jetzt hier runter auf die Achse. Das kann man zwar machen, das bedeutet nichts anderes als diesen Pixel speichern Sie und diesen setzen Sie auf 0. Aber dabei machen Sie einen ganz schön großen Fehler. Also würde man jetzt in der Praxis kaum auf die Idee kommen, das so zu machen. Wenn wir aber unser Koordinatensystem nehmen und wir drehen das geschickt in diese Wolke typischer Fotos, dann können wir deutlich besser werden. Tun wir das mal. Das ist also unser neues, ich nenne mal die Achse P1' und hier senkrecht dazu haben wir P2'. Und wenn wir jetzt nur einen Speicher haben, wenn wir jetzt nur eine Zahl speichern können, dann gehen wir hier diese P1'-Achse hoch, sind dann an dieser Stelle und haben unseren Pixel ziemlich gut kodiert. Ja, wir machen immer noch einen kleinen Fehler. Sie sehen, der ist nicht ganz auf der Achse drauf, aber das Delta ist ganz schön klein. Das heißt, also was wir gerne hätten ist, wir würden die Achsen unseres Koordinatensystems gerne so ausrichten, dass wir dadurch, dass wir wenige Achsen verfolgen, ja, das
auf Bilder, auf große Bilder gesehen, dass wir 10 oder 20 oder 30 Achsen verfolgen, dass wir dadurch schon ganz schön nah an das Bild rankommen, was wir eigentlich kodieren wollen. Wie das hier in dem Beispiel ja auch zu sehen ist. Ja, alleine mit der P1-Achse komme ich schon relativ nah an jeden Pixel ran. Jetzt mal angenommen, ich will diesen kodieren, dann gehe ich auf dieser Achse bis zu diesem Punkt und dann habe ich diesen Pixel hier durch den Repräsentanten hier kodiert. Mache ich auch noch einen Fehler, jetzt mal ein bisschen größeren Fehler, aber es ist alles nicht so schlimm, wie wenn ich nur meine P1-Achse hätte, da würde ich viel größere Fehler machen. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Pixel zur Verfügung habe, dann kann ich natürlich auch noch in diese Richtung gehen. Im 2D-Fall habe ich jetzt meinen Punkt schon perfekt kodiert. Und wenn Sie eben noch 100.000 weitere Pixel haben, dann brauchen Sie eben noch weitere Achsen, um sich in diesem Ellipsoid dem Bild anzunähern, was Sie eigentlich kodieren wollen. Nur für Sie als Motivation, warum machen wir das überhaupt, diese Transformationskodierung? Wir versuchen, die Energie des Bildes in wenigen Koeffizienten zu konzentrieren durch eine bestimmte Transformation. Und wir hätten natürlich auch gerne, dass man diese Transformation wieder rückgängig machen kann. Ja, wenn das nicht geht, dann haben wir nicht viel gewonnen. Was diese Transformationen meistens sind, und das sehen Sie hier auch schon an dem Beispiel, es handelt sich eigentlich meistens um Drehungen. Wir drehen das Koordinatensystem aller möglichen Bilder um den Ursprung. Und zwar drehen wir es so, dass diese Achsen eben schön in diesem Ellipsoid typischer Bilder oder typischer Repräsentanten liegen. Das müssen nicht nur Bilder sein, das kann auch ein Audiovektor sein, also das kann auch ein MP3-Musikstück sein. Der Sachverhalt ist eigentlich immer der gleiche. Darum geht es im Prinzip bei dieser Basistransformation. Von dieser Sorte Basistransformation gibt es ganz viele. Die Fourier-Transformation ist eine davon, die wollen wir auch mal genauer angucken. Wenn Sie es richtig genau wollen wissen, die Kollegin Bernhard, die macht es mehr aus der mathematischen Perspektive. Wir beschränken uns eigentlich so ein bisschen auf die Anwendungen, auf den diskreten Fall. Es gibt aber auch noch andere Transformationen, vielleicht haben Sie schon mal was von Wavelet-Transformation gehört. Das ist eigentlich auch nichts anderes als so eine Drehung. Ja, oder Hadamard-Transformationen oder wir werden auch die diskrete Cosinus-Transformation kennenlernen. Was eigentlich auch so eine Art Verwandter der Fourier-Transformation ist. Diese ganzen Transformationen verfolgen eigentlich die Hoffnung, dass man die Energie des Signals mit weniger Koeffizienten darstellen kann. Oder das ist zumindest häufig eine Motivation, dass man das betrachtet. Jetzt können wir noch mal kurz überlegen, was sind eigentlich die Basisvektoren des Bildes, so wie es aus unserer Kamera kommt. Oder wir werden ein 1D-Beispiel machen, also wenn Sie ein Mikrofon absamplen, dann gucken Sie sich über die Zeitachse den Widerstand an, den Sie in dem Mikrofon messen können zu einem bestimmten Zeitpunkt. Den tragen Sie dann ab und dann kriegen Sie eben irgendwelche Wellen. Und wenn Sie die wieder abspielen, dann können Sie das Audiosignal rekonstruieren. Das wäre jetzt ein 1D-Beispiel oder wir können unsere Pixel in so ein Vektorblatt klopfen. Ist eigentlich egal, was wir da betrachten. So, und jetzt die Frage, wie sieht jetzt die Basis aus des Bildes, so wie es aus der Kamera kommt? Also, stellen wir uns das mal folgendermaßen vor. Sagen wir mal, wir haben jetzt ein Bild der Größe 8x8, um das mal einfach zu halten. Und so macht man das auch häufig in der Bildkodierung. Und wenn wir jetzt die sogenannte kanonische Basis angucken, dann bedeutet es, der erste Basisvektor sieht also so aus, dass wir den ersten Pixel einschalten und den multiplizieren wir mit einem bestimmten Koeffizienten. Also ganz konkret eigentlich mit unserem Grauwert an der Stelle 1. Und dann sieht der zweite Basisvektor so aus, dass wir den zweiten Pixel einschalten und den multiplizieren wir mit einem Grauwert 2 und so weiter. Und Sie können sich vorstellen, wenn man jetzt diese Basis hernimmt, Sie nehmen immer das Bild mit einem eingeschalteten Pixel und Sie multiplizieren diesen Basisvektor mit dem entsprechenden Grauwert, dann können Sie dadurch natürlich offensichtlich jedes 8x8 Grauwertbild linear kombinieren. Das wundert Sie jetzt auch nicht besonders. Das ist eine Basis. So sieht eine Basis aller Bilder aus, aller 8x8 Grauwertbilder. Man kann sich aber auch andere Basen vorstellen. Ich greife jetzt mal etwas dem vor, was ich eigentlich später zeigen will. Eine andere Basis könnte so aussehen. Sie sehen, das sind auch alles 8x8 Bilder. Statt jetzt jeden Pixel einzeln einzuschalten und den mit einem Grauwert zu multiplizieren, sage ich Ihnen einfach mal, das hier ist auch eine Basis, mit der Sie alle 8x8 Grauwertbilder linear kombinieren können. Stellen Sie sich diese Basisvektoren als Folien vor, kleine Folien. Und diese Folien können Sie übereinander legen. Für jede Folie haben Sie so einen Gewichtungsfaktor. Da spricht man dann jetzt nicht mehr von Grauwert, sondern man spricht von Koeffizient. Das heißt, Sie können jede dieser Folien mit einem Koeffizienten multiplizieren. Also Sie schreiben hier den Koeffizienten C1 davor, multiplizieren ihn mit diesem Bild
Und hier schreiben Sie den Koeffizienten C2 davor und multiplizieren Sie mit diesem Bild. Und so können Sie also für jedes dieser 64 Basisbilder 64 Koeffizienten schreiben und können dann diese ganzen Basisbilder aufsummieren. Also nichts anderes als quasi die Folien übereinander legen. Und auch damit können Sie jedes beliebige Bild linear kombinieren, eben jedes beliebige 8x8 Grauwertbild. Diese Basis hat, verglichen mit der kanonischen Basis, bei der wir jeden Pixel einzeln einschalten, diese Basis hat einen erheblichen Vorteil. Sie hat den Vorteil, dass Sie die meisten Bilder, die uns interessieren, schon mit relativ wenigen Koeffizienten kodieren können. Ich sage einfach mal, diese 9 Basisvektoren, wenn Sie die geschickt linear kombinieren, dann können Sie schon ganz gut die meisten 8x8 Bilder, die Sie typischerweise in zum Beispiel Urlaubsfotos finden, ganz gut darstellen. Mit anderen Worten, diese Basis dreht sich viel besser in die Punktewolke der typischen Bilder, die uns interessieren, als es die kanonische Basis tut, in der ich nur jeden einzelnen Pixel einschalte. Wenn ich in der kanonischen Basis auf die Idee komme, einfach 3/4 der Pixel wegzulassen, dann habe ich an der Stelle entsprechend schwarze Pixel. Das sieht nicht gut aus. Wenn ich allerdings hier die meisten Koeffizienten weglasse, nämlich diese hier, und ich lasse nur diese 9 hier übrig, oder von mir aus auch die 16 oberen, wie Sie möchten, dann kann ich schon ziemlich realistische Bilder darstellen. Das ist also ein Beispiel dafür, dass man, wenn man die Basis geschickt wählt, deutlich Speicherplatz sparen kann. Oder auch im Sinn der Analyse. Wenn Sie Bilder miteinander vergleichen, ist es natürlich viel einfacher, 9 Koeffizienten miteinander zu vergleichen, wie 64 Pixel oder 64 Koeffizienten miteinander vergleichen. Und wenn man jetzt eben mal anguckt, was kommt so typischerweise vor in Bildern, da sind diese Basisvektoren besonders stark vertreten und hier unten, wo dieses kleine Gekräusel stattfindet, die sind nicht so stark vertreten. Es hat auch noch ein bisschen mit der menschlichen Wahrnehmung zu tun. Die Tatsache, dass wir uns leisten können, Bilder so zu kodieren, insbesondere so zu kodieren, dass wir also ein großes Interesse auf diese Vektoren legen und ein kleineres Interesse auf diese Vektoren, hängt mit der menschlichen Wahrnehmung zusammen, dahingehend, dass wir für die tiefen Frequenzen oder für die tiefen Schwingungen, für die sind wir besonders empfänglich. Ja, das ist auch beim Gehör so. Wenn Sie Musik hören, dann ist so dieser mittlere Frequenzbereich, in dem auch zum Beispiel Stimme stattfindet, der ist besonders bedeutungsvoll für Sie. Und die hohen Frequenzen, die hören Sie in Ihrem Alter sowieso noch etwas besser als ich, die sind aber weniger bedeutend für Sie. Und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel bei der MP3-Kodierung diese hohen Frequenzen, da kann man sich große Fehler leisten. Die können Sie entweder ganz weglassen oder wenn Sie sie nicht weglassen wollen, können Sie sie relativ stark quantisieren. Also den Wert sehr grob einstellen und der Mensch ist immer noch ziemlich zufrieden damit. Und bei Bildern ist der Sachverhalt nicht anders. Bei diesen tiefen Schwingungen müssen Sie sich etwas mehr Genauigkeit leisten, aber bei diesen hohen Schwingungen, da brauchen Sie sich nicht mehr so viel Genauigkeit leisten. Die Koeffizienten, die hierfür verantwortlich sind, können Sie mit viel weniger Bits kodieren oder manchmal total weglassen, einfach Null setzen, als die Koeffizienten, die für diese Schwingungen zuständig sind. Zum einen ist es so, dass Bilder eben typischerweise ihre Energie mehr auf diese tiefen Frequenzen konzentrieren, zumindest die Bilder, die uns interessieren. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir für die tiefen Schwingungen sowieso etwas empfänglicher sind und bei den hohen können wir uns eben größere Fehler leisten. Wahrscheinlich ist es auch letztendlich der gleiche Sachverhalt. Zu dieser Basis kommen wir später nochmal. Ich wollte Ihnen nur einfach mal zeigen, wenn man jetzt nicht die kanonische Basis hat, also jeden Pixel einzeln einschaltet, dann kann so typischerweise auch noch eine andere aussehen. Und dann auch nochmal ein kleines rechnerisches Beispiel machen. Wie könnte denn eine Transformation aussehen, die die Energie tatsächlich in etwas weniger Koeffizienten konzentriert? So, da habe ich mir ein ganz einfaches Beispiel ausgedacht. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt ein Bild mit 4 Pixeln. Das ist mal ein kleines bisschen realistischer geworden. Aber das wäre jetzt der Grauwert 1, 2, Grauwert 3 und der Grauwert 4. Und den klopfen wir also in so ein Vektorblatt. So haben wir also jetzt unser Bild geplättet in einen Spaltenvektor, kann man ja machen. In Bildern ist es üblicherweise so, dass so die Schwingungen, die Sie im Bild haben oder was sich tut im Bild oder wie gesagt, man spricht auch häufig von der Energie des Bildes, die ist meistens recht gleichmäßig verteilt. Es ist nicht so, dass sich in der einen Ecke total viel tut und der Rest ist schwarz. Solche Bilder hat man selten. Und jetzt ist die Frage, können wir eine Transformation finden, die diese gleichmäßig verteilte Energie in diesem Vektor etwas mehr konzentriert in wenige Koeffizienten? Da machen wir uns also mal einen Beispielvektor. Da sei jetzt mal minus 1, 1, minus 1, 1. Also das ist jetzt ein Bild,
indem die Information gleichmäßig über die Pixel verteilt ist. Da tut sich überall was. Und wir versuchen jetzt mal eine Transformation zu finden, die das etwas besser in wenige Koeffizienten konzentriert. Dann nehmen wir die folgende als Beispiel. Dann haben wir also eine 1, eine minus 1, eine 1 und eine minus 1 und sowas. Die Hoffnung ist, dass uns diese Transformation die Energie, die es hier gleichmäßig verteilt ist, in wenige Koeffizienten konzentriert. Und natürlich müssen wir auch eine inverse Transformation finden, die das Ganze wieder rückgängig macht, sonst haben wir nichts davon. Sonst wäre es auch keine Drehung. Da wollte ich eigentlich noch ein Viertel davor schreiben, damit die Werte etwas kleiner bleiben. Also 1 mal minus 1 ist minus 1. Minus 1 mal 1 ist auch minus 1, haben wir minus 2. Hier kriegen wir minus 3 und minus 4 raus. Durch 4 ist minus 1. Die zweite Zeile, 1 mal minus 1 ist 1, plus 1 ist 0, plus 1 ist 1, minus 1 ist 0. Minus 1, minus 1, minus 1 ist minus 2. Minus 2 plus 1 ist minus 1, plus 1 ist 0. So, jetzt die letzte Zeile mit dem Spaltenvektor multipliziert. 1 mal minus 1 ist minus 1, plus 1 ist 0, minus 1 ist minus 1, plus 1 ist wieder 0. Also es ist uns tatsächlich gelungen, die relativ gleichmäßig verteilte Information hier in einen Koeffizienten zu konzentrieren. Jetzt brauchen wir natürlich auch eine Transformation, die das Ganze wieder rückgängig macht. Das könnten wir jetzt theoretisch mit so einem Programm wie Octave machen, aber im Fall der Drehungen ist es besonders einfach, sie zu invertieren. Also so klassischerweise in der linearen Algebra, wenn Sie eine Matrix invertieren wollen, dann haben Sie ja hier die Matrix hingeschrieben und dann schreiben Sie hier so die Einheitsmatrix hin. Und so weiter. Und dann rechnen sie so lange rum. Haben sie das mal gemacht irgendwo in Mathematik? Ja? Okay. Nee? Doch, ja. Ach so, ja. Sie dann sowieso. Sie können hier Zeilen mit einem Faktor multiplizieren und zu einer anderen Zeile dazu rechnen. Und wenn sie das oft genug machen und einigermaßen geschickt, dann haben sie irgendwann hier die Einheitsmatrix stehen und hier haben sie dann die inverse Matrix stehen. Im Fall der Drehungen ist es aber ein bisschen einfacher, da muss man das gar nicht machen. Weiß einer, warum das da etwas einfacher ist? Es sind orthogonale Matrizen, genau. Und warum muss man deswegen, wenn es sich denn tatsächlich um eine Drehung handelt, warum muss man dann diese umständliche Sache hier, warum muss man das nicht machen, sondern warum kommt man viel billiger zu der inversen Matrix? Genau, weil die transponierte Matrix auch gleich die inverse ist. Gemeint ist einfach, wenn wir Zeilen- und Spaltenvektoren miteinander vertauschen, dann haben wir schon die inverse Matrix, die uns die Transformation gerade wieder rückgängig macht. Oder mit anderen Worten, mit der Matrix, die wir hier hingeschrieben haben, drehen wir in eine Richtung und mit der transponierten drehen wir einfach wieder zurück. Wenn wir Zeilen und Spalten miteinander vertauschen, also dieser Spaltenvektor soll jetzt zur Zeile werden, also haben wir diese 1, 1, 1, 1, dann hier minus 1, 1, minus 1, 1, ist die nächste Zeile, dann haben wir eine 1, minus 1, minus 1, 1 und eine minus 1, minus 1, 1, 1. So, das ist jetzt diejenige Matrix, die die Drehung wieder rückgängig macht oder die Transformation wieder rückgängig macht. Probieren wir es mal aus. 1 mal minus 1 ist minus 1, dann minus 1 mal minus 1 ist 1. 1 mal minus 1 ist minus 1. Jetzt Sie sehen, die restlichen sind natürlich immer 0. Und hier minus 1 mal minus 1 ist 1. Also tatsächlich ist es uns gelungen, hier das Ganze wieder rückgängig zu machen. Wir sind wieder bei dem Ausgangsvektor rausgekommen. Warum haben wir das gemacht? Naja, wir haben es deswegen gemacht, bei diesem zugegeben kleinen Beispiel mit nur 4 Komponenten. Das bringt uns natürlich noch nicht viel für die Bildverarbeitung. Aber wir haben gesehen, es ist also möglich, bestimmte Vektoren durch eine Drehung so zu verändern, dass wir die Information, die hier noch sehr gleichmäßig verteilt ist, in wenige Koeffizienten konzentrieren können. Das heißt aber jetzt nicht, dass jeder Vektor in so wenige Koeffizienten konzentrierbar ist. Ja, sonst hätten wir ein kodierungstheoretisches Perpetuum mobile gefunden. Also es ist nur so, dass die Bilder, die uns typischerweise interessieren, von denen hoffen wir eben, dass wir die mit wenigen Koeffizienten ungleich Null darstellen können.